Vor fast genau einer Woche hatten wir ja unser erstes wunderbares Nachgespräch hier in den Weiten des Internets. Und das Konzept sieht vor, dass wir uns ein zweites Mal unterhalten. Und zwar, was uns so vom Gespräch hängen geblieben ist, was uns aufgefallen ist, was wir scheiße fanden, was wir gut fanden. Ja, Manuel, was war Ja, dein Eindruck? mein Eindruck war insgesamt ziemlich gut. Also ich habe es mir auch dann relativ bald nochmal selber angehört, nachdem du es online gestellt hattest. Und aber auch während dem Gespräch, ich fand das durchaus angenehm. Hat es dich auf eine therapeutische Weise entspannt? Hat es mich auch sehr. Teilweise. Teilweise. Nicht alles. Es sind ja auch Inhalte dabei, die irgendwie einem selber die Galle ein bisschen hochkommen lassen. Aber Was war so ein Inhalt? ach, dieser ganze Bildungspolitik-Kram oder irgendwie übertriebene, nervige Religionsgeschichten oder sowas. Bist du schlauer draus geworden aus unserem Gespräch oder einfach nur mal ein bisschen auskotzen? Ich könnte jetzt nicht, glaube ich, arg konkret etwas benennen, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass es mir auch selber ein bisschen was gebracht hat, mal über verschiedene Sachen so strukturiert zu nachzudenken und eben zu sprechen. Aber es war mit Sicherheit auch viel Auskotzen dabei, ja. Gehört ja auch dazu. Ja. Was mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, war der Satz: Ich weiß nicht, ob ich eine Revolution überleben würde. Und im Nachhinein betrachtet finde ich es ein bisschen schade, dass ich es nicht als Überschrift für unser erstes Nachgespräch verwendet habe. Aber da würde ich nochmal gerne anknüpfen, weil ich fand es schon so ein bisschen den tiefsten und dunkelsten Moment in unserem Gespräch, wenn ich so sagen darf. Ja. Ich weiß nicht, war das wirklich so gemeint jetzt, so im Nachhinein, wenn du nochmal drüber nachdenkst, oder? Ich überlege auch gerade, was ich genau gesagt habe. Also was ich mir in dem Kontext häufig denke, ist eben, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es irgendwann dazu kommen muss. Wie das genau aussieht, ist ja dahingestellt. Ich weiß nur nicht, ob es noch passiert, solange ich lebe. Also eher die Zeitfrage in dem Kontext. Aber mir fällt dazu auch eine Anekdote nochmal aus meiner Schulzeit ein. Ich glaube zwar nicht, dass meine alte Englisch-LK-Lehrerin sich das jetzt anhört, die würde herzlich lachen. Die habe ich nämlich mal geschockt damit, dass in irgendeiner Diskussion, und dann sind wir auch wieder bei dieser Zeit, wo ich mit Punk vertraut war und so, ging es. Ich glaube, wir haben irgendwie über Selbstmord gesprochen und da war ja Stoiber auch noch ganz groß dabei und ich meinte dann in der Diskussion, also wenn ich denn dann mich irgendwann mal selbst von dieser Erde entfernen würde, dann würde ich schon noch irgendwie so ein Arschloch mitnehmen, Stoiber oder sowas. Und sie war sehr schockiert. Es war mehr ein Scherz, also nicht wirklich ernst gemeint, aber der Terror in ihren Augen war da. Ja, ich glaube, Lehrer, wann war das genau? Wann war denn das? Also eher so Das Oberstufe war, oder Unterstufe? ja, das war schon so im Leistungskurs. Erstem Leistungskurs, ja. Man sollte natürlich zuhören. Aber weiß ich, Stoiber, Hohlmeier wohl eher. Ja, es gibt genug Menschen, die sich nicht mehr so aktiv an dem Weltgeschehen beteiligen sollten, um es mal ganz friedlich zu sagen. Hast du da so eine schwarze Liste Ja, oder? genau, in meiner Schublade liegt ganz oben so die böse Liste, Humors Ja, Feindesliste. als Informatiker ist man da, glaube ich, ein bisschen anders gepolt als der Rest der Welt, kann das sein? Kann gut sein, Ja. ja. Ich habe die Liste natürlich auch nicht auf Papier, das war Unsinn. Die ist natürlich in einem Wiki und Ach so, ja klar. mit reinen Textmails gefüttert, nicht mit HTML-Mails und dann ist die Welt wieder gut. Ich fand es sehr faszinierend, wo du gerade HTML-Mails anreißt, dass wir eigentlich dein Menschenbild nicht so wirklich rausgefunden haben. Und es ging eigentlich mehr um HTML-Mails. Fand ich sehr Ja. lustig eigentlich. Wenn du wüsstest, wie sehr das mein Menschenbild prägt. Dann würde ich an deiner Kenntnis von Menschenbildern zweifeln. Ja. Also so ein bisschen. Ja. Kommen wir mal zu dem einfacheren Teil, bevor wir uns in Untiefen oder in weitere Untiefen vorwagen. Und zwar hat mich ein bisschen Feedback erreicht. Ich sage bewusst ein bisschen. Und zwar einmal hat Lisa geschrieben als Kommentar bei uns auf der Seite, es war ein sehr angenehmes Gespräch. Kann ich bestätigen. Und Lisa hat uns nochmal, eine andere Lisa hat uns geschrieben, mein Gott, zweimal Lisa.
Und sie meinte, sie fand die Fragen teilweise ziemlich schwer und high level. Und sie meinte, ob ich das jetzt extra für Manu gemacht habe oder ob ich das generell so mache. Ich weiß nicht, wie fandest du es? War es zu schwer vom Gesprächsthema oder? Ich würde jetzt nicht sagen, zu schwer. Du hast ja auch ab und zu dann nochmal dazu gesagt, dass jetzt quasi eher aus Prinzip kritisch irgendwie vielleicht wurde. Nicht unbedingt, weil du meine Meinung nicht teilst, aber Fragen waren da schon, also Nachfragen waren da. Das habe ich schon auch gemerkt, dass du da so ein bisschen nachbohrst. Aber fand ich auch gut und hat teilweise ja dann auch wirklich dazu geführt, dass irgendwie entweder dass die Erklärung ein bisschen genauer wurde oder die Perspektive mal gewechselt hat. Ich habe das auf jeden Fall gemerkt. Ich habe auch im Gespräch oder auch dann beim selber nochmal nachher anhören schon beobachtet, dass ich weiß nicht, ob ich es wirklich so als Politikersprache bezeichnen will, aber dass ich irgendwie solche Ansätze schon drin habe. Also beim Antworten vielleicht erstmal so ein bisschen Allgemeinplatz bringen und nachdenken, was man dann wirklich sagt und so. Das habe ich schon beobachtet, fand ich ganz spannend auch für mich als Erkenntnis, was sicher halt auch mit dem zusammenhängt, dass ich jetzt über den Fachschaftssprecher und so regelmäßiger mit diesem Problem an sich konfrontiert bin. Ja, man hat es ein bisschen rausgehört, dass du eine diplomatische Sprache hast. Aber weiß ich, hast du es erwartet, so von den Themenschwerpunkten? Teils, teils. Wie gesagt, habe ich ja auch letztes Mal gesagt, natürlich darüber nachgedacht, worum es so gehen könnte und wird vielleicht. Und da teilweise hat sich das überschnitten. Ich meine, dass es irgendwie über ein bisschen Hochschulpolitik und sowas gehen würde, das war ja sehr abzusehen. Manche Fragen habe ich so nicht erwartet. Und ansonsten haben sich ja dann Sachen auch einfach als Anekdoten herausentwickelt. Und genauso sind natürlich Sachen auch einfach irgendwie gar nicht zur Sprache gekommen, die ich mir gedacht hätte, dass vielleicht irgendjemand nachfragt oder sich irgendwie anbieten werden. Zum Beispiel Ein ganz blödes Beispiel, meine Ernährung. deine Die ist Ernährung. nämlich sehr seltsam eigentlich und ist schon sehr oft auch im Alltag mit Leuten, die halt das dann dadurch, dass sie mehr mit mir zu tun haben, mitkriegen. Thema, hätte mich nicht gewundert, wenn da irgendwie eine Frage bei dir dann auch reingetrudelt wäre. Leider nicht, aber ich meine, dazu gibt es ja das Nachgespräch vom Nachgespräch. Ja. Von was ernährst du dich denn? Also ich glaube, die meisten Leute, die das beobachten, würden jetzt sehr schnell und laut behaupten, es ist nur Teig und Käse. Das heißt Pfannkuchen mit Parmesan. Ich bin mir sicher, das habe ich auch irgendwann schon mal gehabt. Aber ja, weiß nicht, Käsestangen, Käsespätzle, Nudeln mit Parmesan, so Zeug halt. Aber Also gar kein Fleisch, keine Chips, kein ja, so Bier. gut wie kein Fleisch, ja. Ich werde auch ganz regelmäßig gefragt, ob ich nicht Vegetarier bin. Bin ich eigentlich nicht, aber ich esse halt trotzdem so gut wie kein Fleisch. Das Einzige an Fleisch, was ich esse, sind mal eine Leberkässemmel oder Chicken McNuggets. Und da gibt es dann natürlich immer lautes Lachen von den Fleischliebhabern. Kann ich auch verstehen. Und das ist ja auch der Grund, warum ich nur das esse, weil das irgendwie noch am allerwenigsten mit Fleisch zu tun hat. Dieses durchpirierte Zeug. Das ist zum Großteil einfach, weil mich die Konsistenz von so normalem Fleisch ziemlich anbietet. Das, weiß ich nicht, triggert irgendwie in meinem Kopf was. Ich denke dann nicht daran, dass das noch vor einer Woche eine Kuh war oder sowas. Das ist nicht so aktiv, aber es ekelt mich einfach, wenn ich da so ran nagen muss. Ja, aber das ist einfach echt nur Geschmackssache und jetzt nicht so militant Vegetarier oder sowas. Ich ärgere aber dann auch manchmal ganz gern Leute damit, wenn ich merke, dass sie irgendwie ein bisschen unentspannt werden, weil ich vielleicht Vegetarier sein könnte. Ich habe manchmal so ein bisschen meinen Spaß mit den Leuten. Wer von euch ist Vegetarier? Wohl zu schwach, die Hand zu heben. Ja, und jeder, der in Gedankenkraft hier Telekinesis glaubt, hebt bitte jetzt meine Hand. So kann man es auch sagen, aber freu dich nicht zu früh. Die Podcasts werden natürlich zahlreich gehört, also kann sein, dass es sich um ein paar Tage dann verzögert. Oh Gott. Und dann sitze ich gerade in der Übung und dann muss ich die Antwort geben. Das wäre natürlich peinlich. Und dann wird gefragt, wer von euch hat den Router wieder manipuliert? Ja, genau. Oder das Gebläse angelassen. Ja, Gut, ja. wer sich jetzt fragt, über was reden wir, der hat das erste Nachgespräch verpasst. Ja.
sollte das dringend nachholen, natürlich. Ja, das auf jeden Fall. Was ich mich aber gerade frage, wenn du sagst, du ernährst dich von Teig und Käse, kommt dann auch kein Gemüse darin vor? Ja, sehr, sehr wenig. Nee, das ist Teig und Käse ist ein bisschen zu eng gefasst, aber quasi kein Gemüse und kein Obst. Ich weiß nicht, was immer noch. Also Fleisch eben auch kaum. In der simpelsten Form und meistens halt irgendwie Brot mit Belag. Brot mit Belag. Ja. Käsebrot fällt mir dazu ein. Käsebrot zum Beispiel, ja, genau. Ist ja auch sehr simpel und einfach zu machen. Ich bin auch gar kein so großer irgendwie Fan davon, dass Essen so viel Zeit und Geld und Nerven kostet, weil man so viel zubereitet. Ich bin da sehr, Funktional. ja, genau, funktional ausgerichtet. Ja, kenne Gibt's ich. übrigens gerade auch ein relativ, oder das heißt gerade schon seit einer ganzen Weile, ein Projekt von, ich glaube, es ist ein Amerikaner, der hat sich mal angeschaut, was irgendwie aufgrund Empfehlung von Welternährungsorganisationen und sonst was eigentlich der Körper an Stoffen wirklich so braucht und hat das in rohen Chemikalien einfach alles zusammengesammelt und das dann zusammengemischt in den entsprechenden Anteilen, die es halt die Tagesration oder so ausmachen, bisschen Wasser dazu gemischt und das getrunken. Und ich glaube, jetzt seit ungefähr 3 Monaten macht er das und ist gesünder und fitter als je zuvor. Läuft irgendwie jeden Tag 5 Kilometer und war davor jetzt nicht übergewichtig oder so, aber ja, halt so der Durchschnittsbubble, als den auch ich mich momentan bezeichnen Ich glaube dem immer nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Ja, würde. das ist so immer. Das sind auch so Leute, die gehen, glaube ich, die umarmen auch Bäume, um die Energie zu tanken. Ja, ich bin schon auch, also prinzipiell sehr skeptisch bei sowas. Aber was der so geschrieben hat, klang durchaus recht nachvollziehbar. Ich fände es sehr spannend, das mal zu testen einfach. Gar nicht, um zu sagen, okay, und das ist jetzt das Einzige, was ich in Zukunft jemals zu mir nehme. Aber ich finde den Grundgedanken, jetzt mal unabhängig davon, ob die Methode tatsächlich so funktionieren kann, finde ich eigentlich schon richtig. Es gibt ja, um den Durst zu stillen, das Grundlegendste, nämlich Wasser. Und klar, ich kann mir Cocktails mixen und Saftschorlen und sonst was, aber wenn ich Durst habe und irgendwie meinen Durst stillen will, Wasser ist einfach so prinzipiell da. Und für Ernährung gibt es nicht wirklich was in der Form. Und ich fände es schon praktisch, wenn es für Hunger quasi auch so ein total Standard und ist halt so ein Fertig-Ding gäbe. Klingt sehr informatisch, was du da gerade sagst. So Standardding, ne? So Ja. Web-Standardtechnologie, HTML zum Ja, Trink, genau. zum Essen dann. Was mich gerade erinnert hat hier, weil du gesagt hast, Wasser, so ein Grundding, ist ja immer noch so in der Schwebe, ne? Ob Wasser privatisiert wird letzten Endes. War ja auch Das ja. eine sehr spannende oder sehr traurige Sache eigentlich, als im Bundestag dann der Vorschlag oder das, was die Grünen gesagt haben, nee, wollen wir nicht, dass es abgelehnt wurde, weil es halt die Grünen waren. Ja, das ist ja, da sind wir auch schon wieder bei einem Punkt, den wir ein paar Mal letzte Woche drin hatten, dieses irgendwie krampfhafte alte Feindbilder aufrechterhalten und aus Prinzip dem Fortschritt im Weg stehen oder irgendwie dem Guten, möchte ich schon fast sagen, manchmal. Das ist sehr, sehr schade, sowas, ja. Ja, zum Thema Feindbild kann man auch noch machen. Jetzt machen wir mal ein paar Themensprünge, damit die Leute auch mal ein bisschen dynamischer für ihren Laptop sitzen. Hast du es gelesen mit dem ARIA-Vorschlag der Ja, Burschenschaften? die Burschenschaften, ja, Halleluja. Ziemlich bescheuert, ja. Wahnsinn. Aber, also, soweit ich es jetzt gesehen habe, haben die gestern schon entschieden oder so. Wenn ich es richtig verstanden habe, eben im Raum, dass ein paar von den extremeren Burschenschaften wieder so, Klassische deutsche ideale Wahl. genau, nur noch Deutsche, beziehungsweise die Unterscheidung, die sie vorher gemacht haben, war anscheinend in Deutsch und nicht Deutsch, was noch nicht zwangsläufig unbedingt rassistisch ausgelegt werden muss, sondern, naja, für eine deutsche Organisation kann man ja irgendwie das mal als Unterschied machen. Lasse ich mir noch irgendwie eingehen. Aber sie haben es dann versucht, besser zu machen, indem sie unterscheiden in Deutsch und europäisch, nee, in Deutsch, in Nicht-Deutsch mit europäischer Abstammung und Nicht-Deutsch mit nicht-europäischer Abstammung, um quasi das ganze Asiatische und sonst was Geschwerl raus zum Sieben, freischnauzig gesagt. Dann war jetzt die Problematik doch die, dass auf diesem deutschen Burschenschaftstag oder wie diese Versammlung da jetzt genau heißt von der deutschen Burschenschaft, dass die etwas liberaleren Kräfte gesagt haben, wenn sowas kommt, dann gehen sie. Und ich glaube, es ist jetzt auch passiert gestern.
glaube, dass im deutschen Burschenschaft, also in der Vereinigung Deutsche Burschenschaft, jetzt echt nur noch diese richtig rechten und braunen Kräfte am Schalten und Walten sind. Ich kann auch diesen Reiz nicht wirklich nachvollziehen. Das wäre mir schon deshalb zu blöd, weil selbst wenn ich quasi jetzt dann eine liberalere Burschenschaft oder so wäre, würde ich doch immer von halbwegs normal denkenden Menschen in die rechte Ecke gestellt werden. Und das würde ich dann auch schon nicht wollen. Dann mache ich doch lieber eine Hochschulgruppe und treffe mich mit meinen Freunden da. Sehr interessant auch, ich habe mal in München nach einem Zimmer geschaut und es gibt ein Burschenschaftswohnheim für Studenten. Und da haben die halt dann allen Ernstes so eine Bibliothek mit Ledersesseln und gediegenem Holz und Billard. Aber muss halt da Mitglied der Burschenschaft werden. Das ist schon sehr interessant, diese Zweiklassengesellschaft, die sich da bildet. Aber ich frage mich immer, bringt das überhaupt was? Ja? Weil die gehen ja nur da rein, damit sie letztens Kontakte knüpfen zu irgendwelchen ganz hohen Tieren. Aber letzten Endes, wenn du keine Leistung bringst, was bringt dir dann der Kontakt? Ja, das, ich denke schon, dass das insgesamt sehr auf dem absteigenden Ast ist. Das war auch, ich muss mal gucken, ich poste dann einfach wieder ganz viele Links, wenn ich die Artikel nachher raussuche. Aber das stand da schon auch irgendwie mit drin, dass die massiv Probleme haben, noch überhaupt Nachwuchs zu finden. Also es scheint sich schon irgendwie zu verbreiten, diese Ansicht, die ich jetzt da auch dargelegt habe. Dadurch, dass sie jetzt dann auch noch diese Abspaltung quasi haben, gehen ihnen ganz viele Mitgliedsbeiträge noch verloren und die scheinen schon auch irgendwie rote Zahlen zu schreiben. Trotzdem irgendwie immer bedenklich, wenn sich da so ein großer Pool irgendwie an doch rechtem Gedankengut bildet und organisiert. Ja, das ist wirklich ein bisschen bedenklich, aber es ist ja gerade so auch weltweit leider eine Tendenz, dass gerade rechte Kräfte doch sehr am expandieren, sage ich mal, sind. Ja, ich verstehe das auch nicht so ganz. Das ist ja jetzt schon seit ein paar Jahren eigentlich, ist ja irgendwie eine Wahl nach der anderen in Europa eher in Richtung rechts gegangen meistens. Liegt Ja, das es irgendwie ist. auch ein bisschen an der Wirtschaftskrise? Kann es das sein, dass die irgendwie was versprechen, was irgendwie so auch Ja. Antikapitalismus ist? Ich bin mir ganz sicher, dass das immer solchen Kräften irgendwie Vorschub leistet. Ja. Denn es ist halt so, denke ich, dass wenn es irgendwie schlecht läuft, dann fangen die Leute an, irgendwie nur noch an sich selber eher zu denken. Und da kommt man dann irgendwie schnell an die Leute ran mit solchen, unser Land muss toll bleiben und alle anderen raus und so ein Scheiß. Also wenn der das eigene Elend größer wird, kommt der Nationalstolz besser zum Tragen sozusagen. Ja, ich denke, da ist was dran, sicherlich. Machen wir mal noch einen weiteren Sprung. Du hast vorne schon angesprochen, du hast mal einen Burschenschaftler beim Weggehen getroffen. Jetzt macht in Passau eine weitere große Diskothek zu. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihr nachtrauen soll, da ich damit mich jetzt nicht so groß identifizieren konnte. Aber der Trend, dass es ja doch hier, zumindest bei uns hier als Local Hoods-Helden irgendwie eine Bar nach der nächsten zumacht und jetzt schon auch eine große Diskothek und das Nachtleben doch mehr oder weniger erstirbt. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Du hast ja gesagt, du bist ja zwar trotzdem der Typ, der das nicht so mag, aber denkst du, dass Passau gerade richtig krass überaltert, rein vom Gedanken her? Schwierig. Also ich bin genauso jetzt irgendwie im Wochentakt erschrocken, dass da eine Kneipe, Disco, sonst was nach der anderen zumacht. Ob es jetzt unbedingt am Überaltern liegt, ich weiß nicht genau. Also ich weiß nicht, ob dieses Problem das jemals wirklich anders war. Es sind ja nach wie vor einfach die Studenten da und die bleiben jung. Und die Stadtbevölkerung, kann schon sein, dass die älter wird und irgendwie, dass sich dadurch dieser Konflikt noch ein bisschen zuspitzt. Aber es ist ja, soweit ich es vernommen habe, auch jetzt nicht so, dass alles, was jetzt in den nächsten Wochen oder auch letzten Wochen schon zugemacht hat und noch zumachen wird, ersatzlos geht. Sondern ist es nicht eh der Betreiber jetzt vom Liquid, der dann im Noah irgendwie neu aufmacht? Ich glaube da, oder wie war denn das? Go Liquid war doch derselbe, oder? Da bin ich nicht so ganz drin. Ich glaube, also Also einer wir der halten fest, in Effektiven Passau hatte. gibt es so ein bisschen so, gibt's so Gruppen, die mehrere Ja, genau. Etablissements bedienen. Ja. Aber was ich mich da frage, ist es doch schon so ein bisschen, doch auch der Ausdruck von dem, was auch dann
eigentlich die Bildungspolitik umschreibt, so ein bisschen im Kleinen. Kann das sein? Weil auch da wird das sich nicht so richtig gekümmert, weil man sich denkt, ja, die Jungen sollen die mal. Und jetzt auch hier zum Kleinen, in so einer Kleinstadt, spielt sich doch dieses Prinzip dahinter auch so ein bisschen durch solche Sachen ab, oder? Du meinst jetzt quasi, dass die Stadt sich entwickelt, ohne dass irgendwie Rücksicht auf die tatsächliche Bevölkerung genommen wird? Ja, oder auf die jüngere Generation, sage ich Genau, mal. ja. Also, dass man halt irgendwie ignoriert, dass Passau auch aus Studenten besteht. Ja, ach, ich weiß nicht genau. Vielleicht habe ich zu viel gegen manche dieser Etablissements, als dass ich mich da so empathisch engagieren könnte. Weiß nicht. Ich traue dem auch nicht so wirklich nach, all dem irgendwie. Nee, war nur mal so ein Nachgedanke, weil es passt so ein bisschen auch ins Bild, finde ich, so rein. Wenn man sich auch an die Diskussionen im Stadtrat und so Ja, zurückerinnert, mit ja. Sperrzeitverlängerung und so weiter und so fort. Ja, das ist ja nicht die einzige Diskussion, die da schiefläuft. Hast du das, diese Überlegungen zur Ampel und so, sagt dir das was? Fußgängerampel bei Ja, der Innenstadt. genau. Ja. Also kurz zur Erklärung für alle Leute, die jetzt vollkommen überfordert sind mit dem Passauer Exkurs. Wir an der Universität Passau liegen eigentlich so verteilt an einer Straße entlang, die nennt sich Innenstraße. Und in Passau hat aufgrund der Größe eine tolle Verkehrsangewohnheit, nämlich sobald alle nach Hause fahren wollen, sind die Straßen verstopft, weil es gibt nicht mehr Straßen aufgrund dessen, dass man auf einer Landzunge mitten in zwei Flüssen drin hängt. Und da wir Studenten auch nach Hause wollen und es auf einer Hauptstraße sozusagen einen Zebrastreifen gibt, wo wir dann im Sekundentakt die Autofahrer blockieren, wollen sie jetzt den Zebrastreifen abschaffen oder eine Ampel hinbauen. So, jetzt bist du dran. Ja, und in dieser Stadtratsdiskussion wurde mir halt berichtet, ich war da nicht selber, aber da muss tatsächlich irgendwie geschildert worden sein von einem Befürworter einer Ampel, dass wir Studenten uns doch da bei dem Zebrastreifen zusammenrotten und dann absichtlich, wenn eine Gruppe sich gefunden hat, einer nach dem anderen rübergehen, nur um die Autofahrer zu ärgern. Also so wurde das da irgendwie dargestellt. Und das ist, also da fragt man sich halt schon. Das sind ja dann dort eigentlich Volksvertreter und die sollten für ihre Bürger sprechen. Und es sind halt einfach mal 10.000 Studenten auf 50.000 in Passau insgesamt. Da ist irgendwie was nicht im Reinen. Ja, ein Fünftel ist schon, glaube ich, mehr als in der Großstadt. Ja, das, aber diese Situation, auch nochmal, um diesen Exkurs noch bis ganz zum Schluss durchzutreiben jetzt, diesen Zebrastreifen, diese Straße, wo dieser Zebrastreifen drüber führt, die kann man auch über eine Brücke überqueren. Und mir kam tatsächlich dann schon mal der Gedanke, dass man das einfach dann auch mal so machen sollte, wie es einem nachgesagt wird, dass man sich genügend Leute sucht, um kontinuierlich einen einzigen Menschenstrang über diesen Zebrastreifen laufen zu lassen, der so lang ist, dass er sich bis ins Gebäude wieder fortsetzt, über diese Brücke und wieder zum anderen Ende, dass da wirklich einfach im Kreis Menschen rumgehen und dieser Zebrastreifen gar nicht mehr aufhört zu blockieren. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich denke, Wäre das wäre auch nochmal die ein beste lustiges Möglichkeit Experiment. gewesen, zum Thema Studiengebühren damals zu demonstrieren. Das hätte wahrscheinlich relativ schnell geklappt. Ja. Aber gut, das sind die kleinen Dinge im Leben, die manchmal unbewusst bleiben. Was mir aufgefallen ist, wir haben eigentlich das gesamte Nachgespräch, obwohl du ja Vollblutinformatiker bist, nicht ein einziges Mal wirklich um Informatik und Technisches gesprochen. Nicht ein einziges Mal. Ja. Das ist mir heute so ein bisschen gekommen und vielleicht können wir das noch so ein bisschen nachholen, weil du hast es ja mir schon so ein bisschen gesagt, du bist dir nicht sicher, ob du, wenn du auf dem Weg zur Uni mit deinem Smartphone rumtippst und da E-Mails beantwortest, ob das jetzt toll ist oder ob das nicht toll ist, rein soziologisch, menschlich, was weiß ich. Um dann nochmal anzuknüpfen, weiß nicht, wie siehst du denn so die Internetentwicklung, das Mobile, Facebooking, überall, Global Village, Scheiß? Uff, uiuiui. Das ist natürlich ein sehr breites Spektrum. Da sind so die zwei ersten Sachen, die mir dazu jetzt aktuell irgendwie in den Kopf kommen, ist einmal, was sich ja andeutet, dass die Marktsituation von mobilem Internet gerade versucht wird, auch nach Hause ins Internet zu bringen. Diese ganze Drosselgeschichte fällt mir da jetzt gleich ein. Aber Facebook haben wir ja letztes Mal dann schon öfter gehabt, ist, wenn es um Blase geht und so, natürlich auch nochmal ein sehr ergiebiges Thema, weil es ja
ja auch so eine Art Parallel-Internet schon fast gerade wird. Also es gibt ja wirklich Menschen, die, wenn sie ins Internet gehen, früher hat man immer bei uns Informatikern den Witz gemacht, dass für viele Leute Internet dieses blaue E-Symbol vom Internet Explorer ist, was ja einfach nur ein Programm ist und nicht das Internet. Und für viele ist heutzutage ist Internet quasi gleichbedeutend mit Facebook, was auch sehr gefährlich ist. Inwiefern gefährlich? Das Internet ist ja deshalb einfach so groß und erfolgreich und auch einfach wichtig, weil es nicht zentral ist, sondern weil es dezentral ist. Das war ja von Anfang an der Grundgedanke für das Internet. Und wenn man das wieder zentralisiert, finde ich das schon sehr bedenklich. Aber ist es nicht schon zentralisiert? Ich meine, Google, Amazon, Sicher, Facebook. es ist schon wahnsinnig zentralisiert und genau dahin sind auch diese Drosselgeschichten so gefährlich, weil das das noch massiv verschärfen würde. Wenn man das mal diesen Gedanken zu Ende spinnt. Also der Witz ist ja, dass die Telekom eigentlich gerne hätte, dass ihnen die Anbieter von Internetdiensten Geld dafür zahlen, damit sie zum Endkunden ohne irgendwie schlechtere Qualität durchkommen. Also der Endkunde kann in Zukunft nur noch lächerlich wenig Daten verbrauchen. Danach wird er von seiner Leitungsqualität herabgestuft. Das ist alles langsamer. Bis auf die Dienste, die der Telekom Geld dafür zahlen, dass das immer noch schnell geht. Im Mobilfunkbereich ist es so, dass T-Mobile schon so einen Deal mit Spotify zum Beispiel hat. Da geht es einfach nicht auf das Volumen drauf und fertig. Und sie haben ja auch schon angekündigt, dass ihr eigenes Entertainment-Dingens-Zeugs da nicht drauf geht auf dieses Volumenlimit, was sie einführen wollen. Und was sie aber eben gerne hätten, ist, dass ihnen dann auch YouTube Geld zahlt. Und dann kannst du natürlich, ist für dich als Kunde, freust du dich, ah cool, YouTube geht immer noch. Aber das ist einfach zu kurz gedacht, denn das Problem ist, YouTube hat nicht bei Google angefangen. YouTube hat nicht so riesengroß angefangen. YouTube war eine kleine Spielerei und ist super erfolgreich geworden. Wenn jetzt aber das Netz sich in diese Richtung entwickelt, dass diese Anbieter auch noch der Telekom Geld zahlen müssen, damit sie beim Kunden ordentlich ankommen, dann wird das nächste, die kleine Ding, was irgendwie so erfolgreich werden könnte wie YouTube, sich das einfach nicht leisten können und deshalb nicht mehr so groß werden. Und die Innovation wird halt stehen bleiben. Und das entspricht dann irgendwie eher, für mich als Außenstehender wirkt es so jetzt beim Fernsehen oder so hat's ja. Da brauchst du einfach Kapital und Lizenzen und alles Mögliche und sonst was, um irgendwie Fernsehprogramm ausstrahlen zu können. Das kann nicht einfach jeder spontan mit seinem Rechner von zu Hause aus machen, wie es im Internet eben momentan schon der Fall ist. Das mit diesem, dass praktisch andere Unternehmen der Telekom dann für eine gute Datenübertragung zahlen, das war mir gar nicht so bewusst, wenn ich ehrlich bin. Es Ja, wurde auch das nie in der ist. Berichterstattung wirklich erwähnt, was ich sehr bedenklich oder ich habe es überlesen, keine Ahnung, aber. Das ist einfach die Konsequenz. Also ich bin mir sicher, dass das auch jetzt in den nächsten Wochen noch mehr thematisiert wird. Das kristallisiert sich gerade erst heraus, aber das ist die Quintessenz von dem, wo sie eigentlich hinwollen. Also der Endkunde ist denen relativ egal, aber das wird halt die Konsequenz davon sein. Und dann hast du halt irgendwie echt in Zukunft nicht mehr Tarifstrukturen, wo es heißt, mit dir 6.000, 16.000 oder 50.000 Geschwindigkeit, sondern du hast Tarifstrukturen, wo es heißt, mit YouTube und Wikipedia und weiß ich nicht, Netflix und Hulu oder iTunes und so weiter, kannst du aussuchen, für welche Dienste du noch mehr bezahlen willst. Was absurd ist, weil du zahlst ja bei den Diensten schon. Ne? Also. Ich meine, früher war es ja schon so, dass man mit diesen Flatrates, sage ich mal, nur eine bestimmte Kontingent verbrauchen konnte. So war es ja zu den Anfängen des Internets. Und jetzt scheint es wieder dahin zurückzugehen. Aber woran liegt das? Ist es wirklich so teuer jetzt geworden durch die mobile Nutzung? Oder hast du da irgendwie Nee, Hintergrundwissen? also teuer ist da gar nichts. Das ist, da kann ich dann auch gerne ein paar Links dazu dann nachher raussuchen. Also im Mobilfunkbereich ist es deshalb vor allem so geregelt, dass man nicht so ganz mit unbegrenzt wirbt, weil da die Netze einfach schneller überlasten. Das heißt, wenn man nicht irgendwie einen Teil der Leute immer gedrosselt hält, dann kriegt man die Leistung, die man verspricht, einfach gar nicht zusammen. Wenn jetzt da irgendwie in München auf einer Mobilfunkzelle so und so viel 100 Leute hängen, die kriegen dann einfach nicht alle die Geschwindigkeit, die du ihnen versprichst. Und wenn du von vornherein drosselst, dann beschwert sich da auch keiner. Und die Vermutung, die mittlerweile vorherrscht, ist auch, dass die Telekom in der Richtung in Großstädten Probleme kriegt.
bin mir sicher, dass das auch in Passau schon Leute mit ihrem Internetanschluss beobachten können. Wenn du zwischen 18 und 21 Uhr YouTube guckst, dann lädt es langsamer, als wenn du um 10 Uhr vormittags schaust. Das ist einfach Überlastung der Endknoten quasi. Und das wollen sie ein bisschen entzerren. Da müssten sie halt investieren in mehr Technik und behaupten, dafür das Geld verwenden zu wollen. Was ihre eigentliche Argumentation aber ja am Anfang war, dass insgesamt einfach so viel mehr Daten durchs Netz gehen und auch durchs Telekom-Netz, dass sie dafür mehr Geld einfach sammeln müssen. Was absolut lächerlich ist, weil die Begrenzung, die sie ja anfangen wollen, sind 75 Gigabyte pro Monat. Und der Gigabyte-Preis, den die selber aber zahlen, ist im Cent-Bereich. Also es ist keine haltbare Argumentation. Aber dann heißt es ja, letzten Endes, wenn man es mal ein bisschen größer dreht, dass die Urbanisierung irgendwo gerade an eine Grenze kommt, oder? Rein infrastrukturell. Nee, nicht zwangsläufig. Die haben einfach, die müssten halt mal ein bisschen ausbauen. Hier fantasieren immer von Netzausbau, aber eigentlich passiert nichts. Meinst du, es ist kein Geld da oder sind einfach nur die Börse oder die Aktionäre dran schuld? Geld ist da schon da, die machen ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, 18 Milliarden Umsatz oder sowas im letzten Jahr und davon auch 3 Milliarden Gewinn oder so. Also die haben schon Geld, Ausbau zu betreiben. Das ist auch, wenn man das mal vergleicht, die Telekom ist ja bei weitem kein deutsches, also rein deutsch agierendes Unternehmen mehr, aber ist eigentlich nur in Deutschland so rückständig. Aus irgendeinem Grund scheint man das deutsche Volk relativ gut mit solchen Nebelkerzen verblöden zu können und abzocken zu können. Und im Ausland haben die viel, viel bessere Konditionen und das ist ja nicht, das kann ja nicht sein, die Argumentation, die sie fahren, dass die nur in Deutschland zutrifft. Auch das macht das Ganze einfach lächerlich. Hast du da Vergleiche zu anderen Ländern, zum Beispiel zu sich Amerika oder so? Amerika ist sowieso schwieriger. Also der klassische Vergleich war ja auch im Handybereich schon immer so, ist für mich da Österreich. Also wenn du österreichische Handytarife dir anschaust, die lachen sich ja kaputt über uns hier in Deutschland. Da kriegst du für den halben Preis 10-mal so viel von allem Inklusivzeug. Also da gibt's halt einfach wirklich einen Wettbewerb auf dem Markt. Da gehen die Preise runter und die Leistung hoch und es funktioniert auch. Also da läuft irgendwas in Deutschland nicht ganz richtig. Aber die Telekom ist doch eigentlich ein staatliches Unternehmen immer noch. Eigentlich. Oder Ja, sie sollte es sein, oder wird natürlich. nach außen so vermittelt zumindest. Sie sollte, also soweit ich weiß, hat der Bund immer noch ziemlich viele Anteile, aber rein rechtlich ist es komplett privatisiert. Also denen gehört auch tatsächlich als Privatunternehmen das Netz. Ist das nicht rechtswidrig? Das ist die Frage. Da gibt es also zumindest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von den Piraten durchaus die Forderung, dass man das Netz eigentlich enteignen müsste, was ja mit Steuergeldern damals auch gezahlt wurde. Ob das jemanden interessiert bei 40-Plus-Gesellschaft, ist die Frage. Ja. Aber dann siehst du, um wieder mal auf den ursprünglichen Kurs zurückzukommen, zum Beispiel, ich weiß nicht, du kennst bestimmt das Foto, das in Facebook rumgegangen ist, das sah man die letzte Papstwahl und den Vergleich zur vorletzten Papstwahl. Und zwar einmal hatte man die Leute, die letztes Mal, also vor ein paar Monaten, mit ihren Tablets und Smartphones fotografiert haben vom Petersplatz aus und davor nur Leute, wo man keine Bildschirme sah. Ja, das ist, ich persönlich gehe dann eher selten zu so einer Papstwahl, sondern ab und zu, wenn ich Zeit und Geld dafür habe, auf ein Konzert. Aber da kann man ja denselben Trend beobachten. Und Ja, nett das finde ich auch gekontert, das relativ meinte ich jetzt aber bedenklich. nicht. Okay, worauf wolltest du hinaus? Ob du diesen Trend, dass inzwischen alles immer mit seinem komischen Smartphone gefilmt und Display und hier und da, geht es nicht auf den Sack, oder? Ja, tierisch, ey. So eine Scheiße. Sie sollen mal alle ihren blödes Gerät wegstecken und einfach den Moment erleben. Furchtbar. Und das geht im Konzertkontext eben, finde ich das genauso anstrengend. Was bringt's denn, wenn von irgend so einem Konzert danach 100 miserabelste YouTube-Videos existieren und dafür werde ich irgendwie alle 2 Minuten auf so einem Konzert angepumpt, weil ich Spaß habe und mich bewege. Ey, verwackel mein Video nicht. Ja. Schon mal passiert? Ja. Also wirklich lächerlich. Und dann sollen sie doch gleich zu Hause bleiben, bitte.
Verstehe ich nicht sowas. Also, ich meine, ich habe da, klar, wenn diese Technik irgendwie neu ist und die Gesellschaft noch ja, prägt, kann ich schon verstehen. Und klar, ich nehme auch viel mehr auf, ich mache viel öfter Fotos und so als früher im Alltag. Und das finde ich auch toll. Das finde ich klasse. Das ist ja auch so ein Spruch unter Fotografen, dass die beste Kamera die ist, die man dabei hat. Ja? Und nicht irgendwelche technischen Werte. Und da finde ich, ist schon was dran. Ich finde es das super, dass ich einfach immer, egal wo ich bin und ob ich gerade dran gedacht habe, die Kamera mitzunehmen, nee, sondern sie ist einfach immer dabei. Ich kann immer ein Foto machen. Aber das heißt ja nicht, dass ich immer eins machen sollte. Da irgendwie die Balance zu finden, da muss, glaube ich, jeder so ein bisschen seine eigenen Erfahrungen sammeln. Und da bin ich dann schon wieder der kranzige alte Mann, der die Erfahrung schon gesammelt hat und dann auf dem Konzert über die schimpft, die sie gerade noch sammeln. Was, oder ein anderes Problem in dieser Reihe, oder ich weiß nicht, wie du das als Informatiker siehst, die meisten Technologien, die ja gerade mit diesen, ich mache ein YouTube, ich mache ein Video und schicke es danach gleich auf YouTube hoch, ich mache ein Foto und lade es gleich auf Facebook hoch, das sind ja alles so Plug-and-Play-Technologien, nennt man sie ja, also sozusagen, ich muss nur noch einen Knopf drücken und es passiert einfach irgendwas, ohne dass ich weiß, was eigentlich passiert. Siehst du das kritisch? Siehst du das schlimm? Dass diese Technologien immer komplexer werden und immer mehr, man immer mehr weniger weiß eigentlich, was dahinter steht. Das hat auf jeden Fall Gefahren, aber schon auch Vorteile. Das ist halt, muss man irgendwie abwägen. Dadurch, dass es so leicht wird, benutzen es mehr Leute. Und an sich bin ich voll dafür, dass mehr Leute alles an Technologie benutzen können, was es so gibt. Das ist ja, das wäre ja sonst irgendwie, auch wenn ich mich über eine HTML-Mail ärgere, wenn ich es runterbreche, freue ich mich natürlich, dass die Person HTML, nicht HTML, sondern E-Mail benutzt, ja, statt ein Fax zu verschicken. Das wäre noch schlimmer. Und je leichter E-Mail wird, desto besser. Auch wenn dann leider HTML-Mails dabei rauskommen können. Auf der anderen Seite, klar, wenn jetzt diese Leute dann drüber nachdenken würden, was passiert denn da, wenn ich auf Yahoo.com mich in mein Mailkonto einlogge, dann könnten sie irgendwie auch mehr nachvollziehen, was hinter den Kulissen passiert und vielleicht auch einsehen, dass HTML-Mails nicht so toll sind und würden sich einen anderen Anbieter suchen oder sowas. Genauso wie diese unglaubliche Vereinfachung, dass du wirklich noch drei Knöpfe auf deinem Smartphone drückst und danach ist dieses Foto auf Facebook. Das entkoppelt natürlich auch den gedanklichen Prozess von der eigentlichen Handlung. Und du machst dir weniger Gedanken drüber, wer sieht denn das dann alles? Sollte ich das wirklich hochladen? Stört es vielleicht jemanden, der auf dem Foto ist? Weil wenn es ein bisschen schwieriger ist, dann hast du mehr Zeit zum Nachdenken. Und allein dadurch, glaube ich, würden sich durchaus manchmal Probleme vermeiden lassen. Ja. Aber so rein Datenschutz oder sag ich mal auch, man weiß ja dann oft nicht hinter, was ist eigentlich das Business-Konzept, ja? Womit verdienen die dann letzten Endes ihr Geld? Das wird ja Ja. dann doch häufig auch durch solche Technologien verschleiert. Ja, klar, da gibt es ja dieses wunderhübsche Bildchen, wo das eine Schwein zum anderen sagt, wie toll es doch hier auf dem Schlachthof ist, das Essen ist umsonst. Also siehst du es doch eher kritisch. Ja, sicher. Also, ich meine, ich glaube, ich habe, das ist jetzt mein zweiter Facebook-Account, ich habe einen mal komplett gelöscht, dann irgendwie ein paar Monate gar nicht gemacht. Also, ich habe da schon auch so Phasen, wo ich sowas dann so schlimm vielleicht finde, dass ich es gar nicht mehr, ja, mit mir vereinbaren kann, es zu benutzen, ganz hochtrabend gesagt. Aber man muss sich halt dann doch auch irgendwie der Realität stellen und du kommst halt an Facebook nicht mehr wirklich vorbei. Und dann halte ich es für wichtig, einfach stattdessen besonnen damit irgendwie umzugehen und sich, wie gesagt, dieser Realität zu stellen, statt den Kopf in den Sand zu stecken. Aber man kommt nicht mehr daran vorbei. Es trifft ja nicht pauschal zu. Also es kommt immer darauf an, in welchen oder wozu man es dann letzten Endes braucht. Klar, nee, also man kann einen Facebook-Account haben, ohne irgendwie wirklich schlimme Dinge damit anzustellen oder seine eigene Privatsphäre da grob zu verletzen. Ja, ich sehe schon, wir haben uns jetzt noch mal ein bisschen durch Themen durchgefressen und ich habe mir überlegt, jetzt zum Ende. Wäre es mal ganz interessant, ich weiß, du kennst das ja, man stellt immer so ganz kurze Impulsfragen und das Gegenüber sagt dann sozusagen, was einem gerade dazu einfällt.
Okay. Also ganz generelle Fragen. Und ich denke, ich werde das jetzt für jedes Nachgespräch vom Nachgespräch durchziehen. Und ich glaube, das ist ein ganz guten Vergleich. So 7, 8 Fragen. Du hast zurück Zeit, wenn du Zeit brauchst, kurz zum Nachdenken. Was Okay. bedeutet Zeit für dich? Ruhe. Was bedeutet Bildung für dich? Reflektiert halt. Wie siehst du Universität? Ah, im Wandel. Was stellst du dir unter der Arbeitswelt vor? Und unter dem Begriff Arbeitswelt, Gleichschaltung. Was sind für dich Medien? Die Luft, die ich atme. Was ist das Internet? Die Lebensader. Was macht für dich dein Leben aus? Bestimmung, also im Englischen Purpose in diesem Sinne. Jawohl. Dann war das jetzt mal so ein Kurzdurchritt durch deine geistige Welt. Ja, Manuel. Dann vielen lieben Dank. Ja, immer Und gern. ich glaube, wir haben uns für die nächsten 2 Jahre gut durch ausgequatscht. Und ansonsten.